Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Ja, heute haben wir keine nennenswerten Kommentare, die ich jetzt hier einblende. So, also das heißt, wir gehen jetzt direkt hier in den Item Shop rein und ja, schauen mal, was gibt's denn heute da. Und nach wie vor, Heidi! Hey Caller, Heidi! Aber beziehungsweise, wir sind jetzt erstmal beim Oktoberfest. Nach wie vor ein mega nicer Gleiter, hammergeil, super, gefällt mir echt gut. Ja, brauchen wir nichts mehr zu sagen, habe ich ja gestern schon alles gemacht. Ne? Hier auch der Ludwig. Jo, ach, den haben wir hier. So, oh ja, mit der Kuckucksuhr hinten dran. So geil. Na komm, komm raus, Lama. Komm raus. Jawoll. Da kommt's raus. So, und dann haben wir die Heidi. Nein, Cola. Heidi. Ich finde das. Ehrlich, Leute, zieht euch ohne Witz, zieht euch mal dieses Video rein, was ich gemacht habe. Fortnite-Streamers, Love Heidi. Die Kommentare von den internationalen Streamern sind so mega nice und so lustig. Also, ehrlich, ich muss so lachen. Mega geil. Herr Caller, Heidi! Ja, die Hot Heidi hier, unsere Hot Heidi. Ja, brauche ich auch nichts mehr zu sagen, mega geil. So, jetzt ist allerdings wieder zurück, back am Start. Haben wir jetzt hier den Bunny Brawler. Ja, und ich weiß, es ist ein spitzer Skin. Das ist ein absoluter Spitzer-Skin. Aber ich finde den ehrlich gesagt ziemlich. Die Shotgun-Muni hier noch dran. Oh, und das Osterei, das ist ja eine Handgranate. Das ist mir gerade aufgefallen hier. Erst wenn man näher ranzoomt, da hinten mit dem Puschel da. Ich kann mit dem Ding nicht so wirklich was anfangen. Aber ich weiß, ihr werdet mich dafür hassen, aber ich kann dem tatsächlich. Ja, für gut für die Kreativität. Also insgesamt gesehen kann ich dem Ding nur 6 Punkte geben. Ich weiß, ihr hasst mich dafür. Ihr hasst mich. Aber ist so. Sorry. Ja, wie sieht's denn? Wie sieht's denn insgesamt gesehen dazu aus? Bei dem Schwitzer Skin hier. Wo ist er denn? Wo ist der Schwitzer Skin? Wo ist er? Das ist. Da ist er. So. Ja, der Schwitzer Skin hier bewertet. Es sagt schon alles, ja. Ich meine, müsst ihr nicht unbedingt auf die Meinung von einem alten Mann hier hören. Ja, 4,59 von 5. Bei 22 Votes, also kommt bei euch mega an. Ich sage ja, der Spitzer-Skin. Ich mag ihn halt nicht. Aber gut, das ist halt, das ist halt so eine Sache. So, dann haben wir hier den Carrot-Stick. Ha! Mit dem Schokohäschen hinten dran. Jawoll! Und da hinten die Karotte. So ein durchgeknalltes. So eine durchgeknallte Picke ist schon geil. Irgendwo da unten auch nochmal so eine kleine Karotte dran, ne, die da rausguckt. Ist schon irgendwo witzig. Ich gebe dem Ding. Was macht das für ein Geräusch? Ja, ich gebe dem Ding 7 von 10, 8 von 10. Ich finde das schon irgendwo cool. 8 von 10. Wie sehen es denn die Leute hier mit dem Carrot Stick? Schau mal. Da gibt es momentan noch kein Rating dazu. Okay. Am 1. April 2018 das erste Mal released worden. Okay. Und dann haben wir den hier. Ja, er ist schon ein bisschen nicer, muss ich sagen. Ein bisschen durchgeknallter. Ja, vorne mit der Maske erinnert mich so ein bisschen an Michael Myers von Halloween. Aber. Oder. Texas Chainsaw Massacre. Ne? Irgendwie sowas. Er hat dann hier zwei Handgranätchen schon. Und ein dickes Ei hinten drauf.
Ja, der ist schon ein bisschen cooler, muss ich sagen, als das Honey Bunny. Und deswegen kriegt er von mir. Aber ich finde die Farbe so schlimm. Ah, rosa, pink, Mann. Oh. Ich kann ihm auch wieder nur 6 geben. 6 von 10. Ja, Leute, es tut mir leid, ihr hasst mich, aber alles gut. Alles gut. So, wir gucken mal hier rein. Wie ist denn eure Bewertung dafür? 4,63. Alter. Bei 8 Votes. 4,63 ist hart. Ist echt heftig. Aber gut. So, das war's jetzt hier von diesem Bunny Brawler Outfit. Carrot Stick und so weiter. Von diesem Set. So, dann geht's rein in den Shadow Ops. Ja, und ich. Ja, ich gebe dem. Ja, der ist schon cool, ne? Irgendwie ist der schon cool. Ich gebe dem. Es ist. 6 von 10. Ist jetzt nicht der Ober. Ich finde jetzt nicht, dass es der Oberbrüller ist, aber. Und auch ihr wieder, meine lieben Leute. Alle, heute gehen unsere Meinungen echt arg auseinander. 4,4 von 5 ist die allgemeine Wertung. Wahnsinn. Ja, sieht schon cool aus, ne? Also, ich sag mal 6,5, fast 7, würde ich ihm geben. So, dann kommt der Desperado. Den finde ich irgendwie überhaupt nicht so toll. Ja, kann ich auch nur 6 Punkte drauf geben. Ab heute guckt keiner mehr hier. Das ist das Daily Shop Video. Müsst die. Aber ich kann die Noten nicht anders da machen, als so, wie ich das denke. So, hier 4 von 5. Ist die allgemeine Wertung. Ich meine, dafür mache ich ja das hier, dass ihr dann auch seht, wie die anderen darüber urteilen oder wie die meisten darüber urteilen würden über das Ding. So, und dann haben wir den Wasp. Sorry, aber da kann ich echt, also das kann nur einen Punkt geben oder so. Und jetzt bitte, es kann nicht sein, dass das jetzt hier auch nochmal so eine Hammerbewertung oder sowas. Bitte, 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 bitte. 7. November 2017 das erste Mal rauszukommen. Ich glaube, das spricht für sich. Seitdem gab es noch kein Rating. Das Ding ist jetzt schon seit knapp einem Jahr draußen. Kein Rating dafür. Interessiert keinen. Okay. Und dann haben wir natürlich einen geilen Emote. Lass ich jetzt einfach mal durchlaufen. Ah, immer wenn ich das hier hinten zurecht drücke. Nochmal, sorry, ich muss nochmal von vorne anfangen. Mega geiler Emote. Ich finde den Hammer, wirklich, ich finde den mega Hammer. Ich gebe dir, aber ich ehrlich, jetzt muss ich es machen. Ehrlich, ich habe ihm bis jetzt, glaube ich, noch nie 10 von 10 gegeben, aber ich finde den jedes Mal, wenn ich den sehe, finde ich ihn besser und inzwischen hat er es geschafft. 10 von 10 gebe ich dem Llama Bell. Ich finde das Ding einfach nur crazy geil. 10 von 10 für Llama Bell. Und dann schauen wir mal, wie es eurem. Boah, ja, seht ihr ja fast genauso. 4,71 bei 38 Votes. Ich denke mal, das spricht für sich. Der Llama Bell ist mega nice. So, und dann gucken wir mal hier rein. Das ist die Spektralaxt. Ja, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich finde das Ding jetzt auch nicht so toll hier.
Gut, hatten ein bisschen so ein Partikeleffekt da drauf. Der allerdings, wie man sieht, das ist ja wirklich. Naja. Besonders toll finde ich das Ding nicht. 3 von 10. Jetzt bin ich gespannt. Oh mein Gott, bitte nicht. Oh. Oh nein. Oh nein, ihr werdet mich heute echt. Ich bin geschockt. Ehrlich, nein. Oh mein Gott. 5 von 5 bei 6 Votes. Ihr findet das Ding echt so geil. Die Spektralaxt gefällt euch so gut? Ohne Scheiß? Ehrlich, wahr? Das kann ich ja kaum glauben hier. Kann ich ja kaum glauben. Was? Fünf von fünf. Okay, alles klar. Jo, und dann gibt's einen Emote, den finde ich wiederum relativ nice. Go, 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 go soft, go sofort, go sofort, go sofort. Ja, so würde ich mich am liebsten manchmal hinstellen. Aber das kannst du inzwischen echt nicht mehr machen, kannst nicht mehr bringen hier. Einfach hinstellen und komm, auf geht's. Und lass ihn da vorne machen. Ja, heute gab es jetzt nicht wirklich irgendwelche nennenswerten Streams oder so. Das Problem ist, dass momentan der Fall Skirmish ist. Und er war, glaube ich, auch Punkt, also zu unserer Uhrzeit nachts Punkt 2 Uhr fertig, irgendwas um den Dreh rum. Ein bisschen danach, 10 nach 2 oder so. Und keiner von den großen Streamern hat großartig in den Shop reingeguckt. Also wirklich, das ist. Die waren alle mit dem Fall Skirmish beschäftigt. Ich meine, da ging es halt auch richtig, da geht es richtig um Schotter, geht es richtig um Kohle. Und deswegen hat es keinen wirklich diesmal interessiert, der Shop. Die werden dann alle später mal auch mal reingeguckt haben. Aber kommt bestimmt noch irgendwas. So, ja, also wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dann gleich oder Fortnite Action mit dem sofort machen.